it's most doesn't have that. Yep. Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In ein, zwei Minuten geht's los. Wir warten noch kurz, dass alle unsere Freunde auch einschalten. Wir sind schon bereit hier aus dem Wohnzimmer vom Ensemble Royal. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem Livestream-Konzert hier aus dem Wohnzimmer vom Ensemble Royal. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja bereits im März mal mit Handyaufnahmen gestartet, mit nur Standbild. Heute haben wir einen Kameramann hier, der sogar mit mehreren Kameras ein bisschen Abwechslung und ein bisschen schwenken wird, damit ihr seht, wer hier eigentlich alles im Wohnzimmer ist. Und ich freue mich, dass wir wieder mit unserem fantastischen Trio für euch Musik machen können. Wir sind Mariana Brodzka am Klavier, Riccardo Marinello unser Tenor und mein Name Roman Brincic. Zusammen heißen wir Ensemble Royal und wir möchten mit einem schönen Stück von César Franck anfangen und zwar Panis Angelicus. Thank you.
Ja, danke sehr. Jetzt fehlt uns natürlich wieder der übliche Applaus bei Live-Konzerten, aber weil ja schon seit dem ersten Lockdown kaum richtige Konzerte überhaupt stattfinden durften, freuen wir uns auch, euch sowas wieder hier zeigen zu können. Zum Beispiel können meine Eltern zuschauen, die ja mehrere hundert Kilometer weit entfernt wohnen, oder auch ein paar Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Jetzt haben wir ein Stück von Antonín Dvořák für euch mitgebracht. Meine Mutter kommt aus Tschechien, also passt das auch, ein tschechischer Komponist. Und wir haben die Humoreske ausgesucht. Man sollte trotz schwerer Zeit auch immer den Humor beibehalten. Ja, meine Damen und Herren, nach diesem schwungvollen Stück von Dvořák möchten wir gerne zurückkommen in ein Präludium von Bach. Und da gibt es eine kleine Vertonung von Gounod und das heißt Ave Maria, das ist Ihnen sicherlich allen bekannt. Grazie.
So, und jetzt hört ihr ein Stück, das haben wir öfters draußen bei unseren Konzerten gespielt. Wir sind also sehr dankbar, dass wir relativ viele Open-Air-Auftritte hatten. Und eins der meistgespielten Stücke war für draußen von Camille Saint-Saëns Der Schwan. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie ja bereits gehört haben, wir haben ja das große Glück gehabt, einige Open-Air-Konzerte durchführen zu können. Und da gibt es immer ein Lied, was wir immer in unserem Repertoire haben, und zwar das berühmte Ständchen von Franz Schubert, Leise fehlen meine Lieder aus seinem Zyklus Der Schwangesang. Thank you.
Ja, und jetzt hört ihr einen etwas schwungvolleren Titel. Wir haben für euch ausgesucht von Piazzolla, Lieber Tango. Zum Schluss und haben natürlich den Tenorschlager schlechthin für Sie, meine Damen und Herren, eine Arie aus der Oper Rigoletto von Verdi, La Donna e Mobile. Und mit diesem Stück möchten wir uns gerne von Ihnen verabschieden. Danke, dass ihr so zahlreich zugeschaltet habt und wir sind euer Ensemble Royal. Vielen Dank.
an Mariana Broska, unsere Pianistin, an Riccardo Marinello, unser Supertalent. Vielen Dank an unsere Zuschauer, dass ihr eingeschaltet habt. Wir möchten vielleicht in 2 Wochen nochmal für euch so ein Konzert machen. Und vielen Dank auch an den Kameramann hinter der Technik, an Maurice Maurer. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Aber wir haben noch ein Weihnachtsstück für euch zum Abschied. Haben wir uns extra ausgesucht, ein Weihnachtsstück von Disney aus dem Film Die Weihnachtsgeschichte. God bless us everyone. Ciao, ragazzi. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.